Zack. Prima. Wie dick ist es? Was schätzt du? Ja, 8 bis 10 cm. So. Das könnte halten. Nein. Alles gut, es hält. So, nochmal, Thomas hat beködert, ein Pinky, lässt jetzt ins Eisloch runter. Ja. Pose steht. Geht sie weg. Zack. Und wieder eine schöne Blitze. So macht Eisangeln Spaß. Jawohl. Schöner Fisch. Ja, hallo. Wir sind heute auf dem Eis und wollen euch mal zeigen, wie wir mit Köderfisch auf Hecht angeln. Und dazu haben wir natürlich auf dem Eislöcher gebohrt. Haben hier unsere Rute. Ganz normale Pose, als Durchlaufpose, 15 Gramm zum Beispiel. Stahlvorfach, einen kleinen Drilling. Und da werden wir jetzt erstmal ausloten und gucken, wie tief das Loch ist. Dazu nehmen wir Lotblei von Stonfu zum Beispiel, haken das ein und werden mal gucken, wie tief wir es haben. Lassen wir das einfach mal runter. So, schon unten. So, stellen mit dem Stopper erstmal die Tiefe grob ein. So, jetzt steht die Pose gerade so. Und gehen nochmal 20-30 cm tiefer. Somit haben wir nachher unseren Köderfisch ungefähr so ein Stückchen über Grund. Und da hoffen wir noch ein Hecht zu fangen. Das Lotblei kommt natürlich ab. Köderfisch haben wir schon vorbereitet. Ganz normale Blitze. Natürlich tot. Den Köderfisch im Rücken und sichern ihn noch mal mit einem kleinen Stück Gummi hier. Dass er nicht vom Haken rutschen kann. So, und schon jetzt abwärts. Köderfisch kommt ins Loch. Blei hinterher. Unsere Pose und wir haben noch hier einen kleinen Zusatzpiloten eingebaut, der auf der Schnur bleibt. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Kann man sehr gut erkennen. Ein schwarzer Pilot, kann man auch natürlich an allen anderen Farben nehmen. Einfach um nachher eben besser zu erkennen, wenn die Pose weg ist. Auch wenn man mal ein paar Meter vom Loch weg ist. Stellen die Rute einfach neben das Loch. Wichtig ist, bügeln natürlich auf. Und dann heißt es nur noch warten und gucken, was passiert. Fertig. Der Thomas hat gerade ein Biss gekriegt. Thank you.
Spülung. Zappelt. Scheint noch dran zu sein. Wir warten es mal ab, mal gucken. Zack, sitzt. Oh, zeig mal her den Kapital. Na, da komm ich. Na, komm hin. Ja, der ist gleich wieder drin. Ich hoffe, ihr ihn festhalten können. So. Ist er? Sauber von gehackt. Also wirklich ganz spitzlos. Warte, ich zoome mal rein. Jetzt ist mal zu viel Racker oben unten. So sieht er aus, der kleine Racker. Ja, kleiner Hecht, aber erfolgreich. Richtig. Schön.